Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. In der letzten Folge haben wir das Schädelfragment besorgt. Eines der Hauptknochenteile. Und die anderen haben wir auch schon zusammen, die vier Nebenknochenteile. Uns fehlt aber, glaube ich, noch ein Gem. Also ja, die Quest habe ich leider auch nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich weiß nur, dass sie einen kleinen Bug hatte, nachdem ich geguckt habe, nämlich es gibt von jeder Edelsteinart, die man für diese Quest braucht, genau einen. Und ein Rezeptteil, was den violetten Stein verbrauchen sollte, verbraucht den blauen, den wir noch nicht haben. Wenn wir das zuerst machen. Also wir müssen zuerst das Teil craften, was den lila violetten verbraucht. Nein, das zuerst, was den blauen verbraucht. Dann wird der violette, das, was den violetten braucht, genau. Ja, genau. So rum war's. Habt ihr den Knochenschmuck von Nazosch? Ja, hier ist er. Gut. Er ist nur ein einfacher Krieger. Ihr aber könnt viel mehr damit wirken. Wo sind diese Blutedelsteine zu finden? Blutedelsteine wurden in den Landen des Feuers und im Norden von Viara geschürft. Wenn ihr es wünscht, verrate ich euch, wo ihr ein weiteres Knochenstück findet. Wie viel soll es diesmal kosten? Kein Gold diesmal. Aber gefährlicher wird es. Der erste Knochenschnitzer kam von Xu über das Meer nach Miratur. Er war ein seltsames Wesen, wie wir es noch nie gesehen hatten. Er lehrte uns die Kunst und ihren Preis. Doch als ein Ende nahte und meine Brüder seine Knochen nehmen wollten, da erschien ein Wächter. Seither behütet die Wachkreatur seine Gebeine voller Argwohn. Das ist ein Kreischer, ein untotes Monstrum. Ihr findet ihn und das Grab im Norden von Miratur. Versucht, den Kreischer zu überlisten und die Knochen zu erringen. Ein Kreischer im Norden von Miratur, okay. Was sagt das Questlog dazu? Er wollte das zweite Knochenfragment von dem Wächter über das Ruingrab im Miratur und bringt es Ashgorg. Eine Kreatur wacht über das Grab eines mächtigen Knochenformers im Miratur. Überredet den Wächter und erbeutet ein weiteres Knochenstück. Bringt das zu Ashgorg im Miratur. Ja, müssen wir gucken, wo das ist. Also erstmal holen wir unsere Heroes natürlich wieder. Beziehungsweise holen sie einfach mal und gehen schon mal erkunden. Ja, die Sache ist auch die Knochenschnitzermesser. Oh, es fehlt dann doch ein Knochenstück, kann das sein? Ah, müssen wir mal gucken. Ich weiß noch, es waren 7 insgesamt. Und entsprechend kann man auch 7 Teile craften. Das heißt, wir brauchen auch noch mal ein paar mehr Knochenschnitzermesser. Oh ja, die Schatzkammer, darum müssen wir uns auch noch kümmern. Hey.
sagen wir so, goldmäßig geht's. Muss halt nur nachher gucken, dass ich noch genug Gold für Runen zusammenkriege. Was wünscht die Rune? Sofort. Muss ich hier noch einen Haufen Snotlinge eigentlich sind fürs Fußballspielen, aber die Fußballspieler schon wieder abgehauen sind. Oder liegt es daran, dass gerade Nacht ist? Könnte natürlich auch sein, dass sie nur am Tag spielen. Aber ja, er hat gesagt Nordmirator. Oh, hier, das sieht nach Ruinen aus. Schnell! Wobei das hier oben auch so eben so nach Ruinen aussieht. Ja, ich sehe die Knochen. Oh, das ist Level 22. Also wenn es nur das ist, dann sollte er gut machbar sein. Allein schon, weil wir einen Klingenweber haben. Okay, der ist 20, aber trotzdem. Auf mein Kommando. Mir nach! Mir nach! Ja, Teile von Mirator, in dem wir schon lange nicht mehr waren. Sofort. Wenn ich auf meine Heroes warte, mal was gucken. Hier, sofort. Okay. Sofort. Hier oben sollte auch der Knochenschnitzer-Altar selber sein. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Oder war er ein Stück weiter hinten? Nee, der sollte auch hier oben sein. Bereit und los. Ja. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Vorwärts. Und ja, irgendwie untot siehst du auf mein Zeichen. Aus. Für die Freiheit. Standhalten, Männer. Schließ die Reihen! Zu Befehl! Ja, wenn das der Wächter war,
Ja, Panzerfragment, blaugrüner Blutedelstein. Gut. Auf mein Kommando. Und los! Folgt mir. Das heißt, ich guck mal kurz. Oh, ich habe nicht alle Helden dahin geschickt. Folgt mir. Und ja, mich selber kann ich hier hinschicken und verzeiht das Scrollen, also das Zoomen. Gerade, weil ich nebenbei kurz ein bisschen scrolle, dass ich nicht die, weil ich gucke, ob ich die Gems durcheinander bringe. Aber dem ist nicht so. Den brauchen wir. Denn schön, der blaugrüne ist in Wirklichkeit der Cyan. Ja. Nee, wir brauchen wirklich den reinen blauen. Virator Gefängnis, das ist am nächsten. Bei Ashgok. Die Sache ist ja die, die tollen Bonecarver-Dinger zu kriegen. Von Muckmuck kann man einen kaufen. Muckmuck müsste mittlerweile. Ich glaube, der ist umgezogen. Irgendwo hierher. Nahfuhr. Das gucken wir nachher gleich. Habt ihr den Kreischer gefunden? Ja, und die Knochen auch. Sehr gut. Bald haben wir die drei Teile zusammen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist es Tradition, dass der Lehrling irgendwann die Knochen des Lehrmeisters erbeutet. Das habt ihr richtig erkannt, Mensch. Das heißt, der dritte Teil für meinen Satz sind eure Knochen, nicht wahr? Bleibt fern, ich Narr. Was lehre ich euch auch Traditionen des Blutes? Nur ruhig. So leicht mache ich es euch nicht, Mensch. Wartet. Muckmuck. Kann auch sein, dass die jetzt mittlerweile anders heißen, die also dass die Händler in der deutschen Version anders heißen. Es sollte ein Ork sein. Und ja, was sagt die Quest? Verfolgt Ashgok und der Beutel von ihm das letzte Knochenstück. Nach den Traditionen der Knochenformer muss der Lehrling sein Meisterstück aus den Knochen seines Meisters fertigen. Somit ist es nun an euch, Ashgok zu verfolgen und seine Knochen zu erbeuten. Sonst werdet ihr nie ein vollendeter Knochenformer sein.
Okay, du bist es schon mal nicht. So wie das aussieht, haut er nach Frostfall ab.